Zoom. Dick möchte mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja, Dick, Hallöchen. Hallo, Dick. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dick dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Tierwesen züchten. Na, endlich. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Die schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen, aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Dick hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Dick. Das Fohlen des Todes. Die Testrale müsste ich doch hier haben, oder? Na, wo ist mein Testrale? Das sind Hippogreife. Testrale männlich. Testrale weiblich. Das heißt, wir haben zwei verschiedene. Erstmal bürsten. Ach, hier steht auch Kaufe Zauberanweisungen. Das eine haben wir schon geregelt. Das Sauber muss auch werden. Ah, ja, eines des Drahts. Das kriegt man kostenlos, wenn man sich gut um die kümmert. Und die gut behandelt. Man muss die nicht dafür abschlachten. Sehr schön, und jetzt natürlich unser Caligo heißt er. Und zu Bukreif, auf den wir mal rumreiten. Und der soll natürlich auch gebürstet sein. Wenn wir mit dem rumfliegen. Wolkenschwinger. Auch du sollst was kriegen. Einmal gebürstet. Einmal gefüttert. So muss das. Ich würde sagen, es läuft. Ich will es jetzt nicht heraufbeschwören, aber so, ihr müsst natürlich auch noch gefüttert werden. Mondkrähe weiblich. Andere Mundkalb.
Das Mondkleid männlich. Schön, dann können wir ein kleines süßes Baby-Mondkleid züchten. Nicht das aus, was ich mal auf die 4 drücke. Das wäre sehr schade. Dann will den doch nicht wehtun. Das wäre eine Katastrophe. Knurmuff männlich. Und Knurmuff männlich. Ja, es ist eine homosexuelle Beziehung. Das ist auch bei Tieren gehen. Eine Paarung ist halt ein bisschen schwierig. Und auch du wirst gestreichelt. Gestriegelt. Streicheln geht ja leider nicht. Süße Knurrmuffs. Auch süß. Nicht geweckt. Das ist so schade. Tut dich gar nicht. Kein Tierwesen im Visier. Aber jetzt. Zweite Fuhre. Hier ist ja richtig eine Höhle. Als ob hier eine Höhle ist. Ich direkt was für die Kammer entdeckt. Das habe ich ja noch gar nicht entdeckt hier. Wie weiträumig das Gebiet hier ist. Wow. Ach, hier kann ich nicht fliegen. Sehr schade. Niedrige Mauer. Und das Gebiet hier einzäunen. Die haben wir schon gefüttert. Warten wir noch, bis wir irgendwann Name-Tags kriegen hier. Und den Namen geben können. Auch wenn es wahrscheinlich zu spät ist auf YouTube. Wenn dieser Part online kommt, bin ich wahrscheinlich schon. Bin ich wahrscheinlich schon viel weiter. Und live im Chat könntet ihr mir jetzt reinschreiben, wer von euch ein Tier sein will. Könnt ihr mir gerne auch auf YouTube in die Kommentare schreiben. Wird wohl leider nicht viel bringen. Die Durustrank kann man mal gebrauchen. Das machen wir mal später.
Oh, hi, Teiryu. Willkommen im Chat. Na, was geht? Jo, ich spiele Hogwarts Legacy. Das geht. Was geht bei dir, Teiryu? Alles gut bei dir? Was machen wir mit dieser Statue? Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Oh, mein Wecker klingelt. Ich werde mal kurz. Alles gut. Danke. Ja. Welches Level bist du gerade? Das können wir nachgucken gleich. Ich bin jetzt nach der zweiten Prüfung, also kann man im Menü mal nachgucken. 25 auf dem Weg zu 26. Also wir haben es gerade Winter in Hogwarts, um es zeitlich einzusortieren. Noch ein Rätsel, wie man das nun diese Statuen aktiviert. Ja, so ganz ruckelfrei läuft es noch nicht. Ich war auch schon stundenlang in den Einstellungen im letzten Stream und in diesem Stream. Weil jetzt zumindest was eingestellt, was halbwegs läuft. Das ist irgendwie. Naja. Spiel nicht auf dem besten PC. Mein PC ist auch schon altersschwach. Nee, ich habe Raytracing gar nicht an. Das könnte mein PC überhaupt nicht. Wenn ich jetzt noch Raytracing anmachen würde, dann würde ich gar nichts laufen. Das kriegt mein PC gar nicht technisch überhaupt in die Daten. Das ist dazu, ist man undenkbar. Ich könnte mal kurz hier. Kann ich gleich mal die Einstellung zeigen? Vielleicht, dass wenn du gerade mal Tipps hast. Ich habe hier schon. Das gleiche Problem. Also, wenn ich nicht so ein massiver Technik-Noob wäre, dann könnte ich hier Sachen machen. Ich habe schon ein bisschen mit einem Guide habe ich herausgefunden, also hat man ein bisschen gegoogelt. Da wurde mir gesagt, dass man hier das hier ausschalten kann, dass es einem weiterhilft. Hier habe ich alles auf niedrig. Das ist da hier eigentlich. Ich könnte riskieren, das auf 30 FPS runterzustellen. 60 FPS kriegt mein Stream sowieso nicht gestreamt. Kriegt mein PC sowieso nicht gestreamt. Und die Aufnahme ist in 30 FPS im Stream, seht ihr das noch. Also wenn ihr Glück habt, wenn ihr ganz großes Glück habt, dann 30 FPS. Das ist also 60 FPS kommt in Junto an. Aber ich mach's lieber höher als niedriger. Habt ihr ja lieber mit 60 FPS spielen und dann. Dann wird es halt ein bisschen heruntergerechnet, als dass es dann von 30 FPS runtergerechnet wird. Das ist ein bisschen, ja.
steht. Ich rede wieder zu viel über. Über Qualität. So, wir suchen jetzt mal Zauber. Wir holen uns mal Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Das wird wahrscheinlich wieder 3000 kosten. Ich bin mal gespannt, ob wir uns das leisten können. Das Geld ist hier so eine Sache in diesem Spiel. Das ist so eine. Ja, da müssen wir mal gucken. Dadurch, dass ich alle Items, die ich kriege, verkaufe, bin ich immer, habe ich das irgendwie schon immer die Hausaufgaben irgendwie halbwegs erledigen können. Aber ja, also spielen ist, also Quatsch, Geld ist hier wirklich eine Sache in dem Spiel. Ich laufe mal einfach nach Hogwarts, dann können wir ein bisschen klappern, können wir ein bisschen chatten, just chatting machen. Wie alt ich bin? 25 Jahre alt. Zu alt, um jung zu sein und zu jung, um alt zu sein. Das ist... Jung fühle ich mich nicht mehr alt. Manchmal schon. Meine müden Gamer-Knochen, die tun da manchmal manches schon dazu. Ja. Im Gamer-Alter, als Gamer ist man dann immer ein bisschen, da musst du nochmal mindestens 10 Jahre um drauf rechnen. Also dadurch, dass durch die Abnutzung, dass man durch die Nicht-Abnutzung, dass man nur rumsitzt und sich kaum bewegt, das ist dann. Also 25 Gamer-Jahre sind 35 Jahre von anderen Menschen. Mindestens. Sitzensgift. Ich habe den falschen Beruf und das falsche Hobby. Im Beruf die ganze Zeit vom PC sitzen und auch hobbymäßig dann noch streamen. Das ist eher. Das hat schon bessere Tage erlebt. Wenn du mich schon so fragst, wie alt bist du denn, Tero? Wenn du unter 18 schreibst, nicht in den Chat, dann bin ich verpflichtet, dich zu blockieren. Das würde ich ungern tun. Twitch ist ab 18. Wenn du unter 18 bist, sag's mir nicht. Das würde mir sehr leid tun. Sag mir, wie alt du bist, wenn du über 18 bist. Was arbeitest du? Ich bin in der Ausbildung zum Mediengestalter gerade. Mediengestalterin. Digitalen Print. Digital, irgendwie sowas. 19, junge 19 hier. Na, da bin ich. An der 19 bin ich schon lange vorbei. Ich glaube, mit 19 habe ich mit YouTube angefangen. 2016, ich glaube, ja. 23 haben wir jetzt, oder? Ja. Also 22 bin ich 25 geworden, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 23, 22, 21, 20, 19, ja 19 Jahre alt, als ich mit YouTube angefangen habe. Mit Twitch habe ich 2021 angefangen. Da war ich schon ein bisschen älter. Wo wir gerade mal dabei sind, schamlose Eigenwerbung zu machen. Hier. Mein YouTube-Kanal.
geht's nach Hogsmeade. So, hier müssen wir hin. Schriftladen. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ich suche nach was Bestimmtem. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ziegenjäger. Ich kann's mir leisten. Oh je. Das ist ja unglaublich. Ich hab Geld. Ich habe in diesem Spiel Geld. Das ist ja unfassbar. Nun kann ich dass ich immer Geld habe. Jetzt sollte. Aber mit den Testralen zurück zu Deke. Tja, wie ist ein Spielzeugkiste? Die muss ich sofort kaufen. Als andere kann ich mir wahrscheinlich so wenig leisten. Blumenkompass da. Plastisch mit mittelgroßen Töpfen. Ja, egal. Der hüpfende Kessel, das ist ja das. Da gibt's ja Biedel den Baden. Geschichte. Drei Kleintöpfen. Station. Die werde ich auch früher oder später brauchen. Eine Spielzeugkiste, die brauchen wir unbedingt. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Und wir können auch Sachen verkaufen. Weg damit, was wir nicht brauchen. Wir können Geld gebrauchen. Auch eh nur das, was ich anhabe. Den Look kann ich dann beliebig ändern. Das behalte ich mir erstmal noch. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Revelio. Das sind die Migais. Sehen die Migais. Okay. Eine Treppe. Ich war bisher noch nicht da. Du gehörst mir, der Migais. Ja, der ist aber eher woanders. Vielleicht ein neues Item bekommen. Revelio. Das nehme ich jetzt, aber der ist irgendwie außerhalb. Steckt hier im nächsten Haus fest. Kein Plan, wie man da rankommt. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Hinter diesem Bücherregal. Wie ist das denn? Kommen wir hier durch? Ah! Hier hinterm Tresen lang. Und da haben wir die Demigeist-Statue. Die muss man erstmal finden. Erstmal bei ihm in der Truhe klauen. Neuer Demigeist-Mond. Die Truhe lässt uns nur handeln, war. Geld. Und verdeckt sind. So, zurück zu Deke. Können wir die Spielkiste und die das Gehege einweihen. Revelio. Ich sehe jetzt keinen Demigeist in der Nähe.
Okay, der war auch. Die Seite war auch nicht da. Manchmal bin gespannt, wie das Sammeln von Tierwesen gleich kommt. Wie lange das dauert. Ob ich da Hinweise kriege, ob ich da für lange suchen muss. Mit dem Besen geht's doch gleich viel schneller. Irgendwo in der Nähe des Astronomiturms. Haken. Oha, in die Kamera geflogen. What the fuck? Help. Help, I'm stuck. Jetzt bin ich in Hogwarts drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Den kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Können wir hier mal landen? Schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Schlafsäle, um genauer zu sein. Hufflepuff im Gryffindor Gemeinschaftsraum.